Firmen kontakten, ist es eine gute Messe, eine gute Veranstaltung, ein Ort, wo die Absolventen oder auch Studenten gezielt viele Unternehmen treffen können, ihre ersten Kontakte knüpfen, um zu schauen, ist dies ein Arbeitgeber oder ein neuer Arbeitgeber für mich oder nicht? Lohnt es sich dort zu bewerben? Wie sind die Chancen? Was muss ich mitbringen etc.? Ganz klar das Stichwort persönlicher Kontakt. Auf den Tischen der Personale der einzelnen Firmen stapeln sich die Bewerbungsunterlagen. Sie kommen her, haben den persönlichen Kontakt, können einen positiven Eindruck hinterlassen. Wenn Sie dann später mal anrufen, sich wieder melden, hat der Personaler auch ein Gesicht dazu. Und Sie haben meiner Meinung nach eindeutig bessere Chancen auf den Vorstellungsgespräch. Ich denke, dass das für Studenten eine sehr gute Chance ist, die Unternehmen einfach mal persönlich kennenzulernen. Wenn man die Leute da persönlich trifft, kriegt man einfach ein Gefühl dafür. Ja? Wie sind die, was haben die für eine Unternehmenskultur? Sie können ihre persönlichen Fragen stellen und sind nicht einfach nur auf das angewiesen, was auf der Homepage steht. Ja, also ich denke, das ist so der Hauptgrund, der persönliche Kontakt. Um einfach eine Chance zu nutzen, ein Gesicht von einem Unternehmen zu bekommen. Es ist was anderes als eine Stimme am Telefon, es ist was anderes als eine Internetseite sich anzuschauen und man kann ganz individuelle Fragen einfach klären und vielleicht auch so ein bisschen hervorkitzeln und auch rausbekommen, wie so ein Klima in der Firma ist und ja, den Konzern oder ein Unternehmen ganz anders kennenzulernen.